Tag, Leute, willkommen zu Gamings Durchgenudelt. Und heute mal was ganz Besonderes, ein Durchgenudelt am PC. Und wir spielen Magicka. Wir, sage ich, denn mit dabei ist der... Ja, Trommelwirbel Athen. Ja. Auch mal wieder am Start. Ja, hunderte Kilometer trennen uns, aber dank der heutigen Technik können wir es uns leisten, dieses Spiel zusammen durchzuspielen. Und wir sind alle gespannt, wie lange wir dafür brauchen werden, vor allem. Und wie wir uns anstellen. Ja, je nachdem. Ich würde sagen, wir starten jetzt. 3, 2, 1, go! Yay! Los. Und wir werden sogar die Geschichte ein bisschen lauschen. Sie handelt von Kerkern und Griechen. Was alles in so einer Fantasiesprache, was sich irgendwie anhört wie Schwedisch, meiner Meinung nach. Aber zuvorderst von Zauberern und Vampiren. Ja, das kommt gut. Es wird Game Inc. typisch. 20 Minuten eine Partie gespielt. Und um was geht es da? Um Zauberer. Dort lebt ein mächtiger Zauberer. Und es gibt keine Vampire. Zwinker, Zwinker. Den Gag habe ich bis jetzt nicht verstanden. All ihren Formen zu beherrschen. Ja, ja. Mit diesem Wissen und das ist auch noch nie durchgespielt. Am Ende. Zeiten hätten die Zauberer des Ordens. Okay, dann haben wir beide. Ich habe es noch nie durchgespielt. Vergnügen. Ich habe ja den zweiten Teil mit Julian schon ein bisschen gespielt. Aber der Orden der exakt. Oder was heißt exakt? Aber exakt am gleichen Ort. Nur ein bisschen anders startet, aber. Die Gegebenheiten sind ähnlich. Und so kam es, dass Grimnirs Anhänger aus dem Orden flogen und er selbst ans Weltenende verbannt wurde. Ja, bis zu dem Grimnir habe ich es irgendwie geschafft oder kurz vor dem. Wegen seines gefährlichen Wissensdurstes. Deswegen konnte ich ihn nicht. Grimnirs abnorme Ambitionen. Ich muss aber auch sagen, ich konnte es auch nicht lassen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie wir es gerade spielen. Oder was auch normal. Da weiß man sich schon ziemlich. Ja, aber ich meine, wir sind jetzt zweit, da kann man sich echt gut unterstützen. Auch, sonst beißen wir uns die Zähne aus. Im Tutorial können wir ein bisschen was zu dem System sagen, wer damit nicht vertraut sein sollte. Denn das ist ein ganz spezielles. Wir haben im Grunde alle Fähigkeiten von Anfang an theoretisch zur Verfügung. Sehe ich das richtig oder müssen wir erst die Sachen dennoch lernen? An, zu verhindern, dass sich die Welt jemals wieder ändern sollte. Und zwar Also die muss man die einzelnen Fähigkeiten, die du da hast, Feuer und so weiter, die hast du, was du halt lernst, sind die Markieren. Okay, also selbst wenn du Veteran bist. Achso, ja, die musst du erst würde das gehen. Hängt das Spiel oder? Ich hoffe auch nicht. Ich hoffe es mal nicht. Wollen wir es einfach nochmal neu starten? Na? Ja, das ist einfach nicht gewohnt. Vielleicht muss man das drüber springen, damit es einheitlich läuft. Ganz genau. Machen wir eine kurze Unterbrechung. Yeldai, ye flat, o ye vanul vampir. So, und da sind wir wieder. Da ist einfach das Programm abgestürzt. Super geil. Ja. Aber hier hören wir jetzt auch die Fantasiesprache. Weiß ich nicht. Na, da hat er doch Englisch geredet. Vlad ungleich Vampir. Deutsch. Ganz klar. Okay, kurz zur Steuerung. Also ich spiele das so, indem ich mit dem Mauszeiger in die Richtung gedrückt halte, um mich zu bewegen. Ähnlich wie in einem Diablo, glaube ich. Oder obwohl Diablo klickt man ja. Hier kann man das einfach. Okay. Obwohl man kann es auch. Ich hab nur Diablo, also in Diablo 2 kann man es auch halten. Ja. Echt? Den dritten habe ich auch gespielt. Ein Dreier? Ja. Aber nicht am PC. Yay! Okay. Überraschung! Wir haben schon ein bisschen vorgefeuert. Ich mache es kurz. Der Käse ist alle. Nicht gleich ausflippen. Bläh. Holt bereits Nachschub im Ostturm. Zack.
Cool, schaut mich an. Ich bin Grimnir. Und ich erfinde Magiken. Okay. Yeah. Wahnsinn. Das kann aber richtig gut. Ah ja. Ich bin mal gespannt. Cool wäre es, wenn wir ja alle 20 Minuten ein Kapitel schaffen würden. Alles in Ordnung da unten? Versucht einfach irgendwie aus dem Verlies zu kommen. Wir nageln derweil wieder dazu. Ja. Die Szene finde ich sehr cool. Mit dem Brettern. Einfach einen Teppich drüber gemacht, oder? Der nächstbeste, der drüber läuft. Ja. So. So, was? Hier. Willst du es vorlesen, oder? Ja, wie? Das ist, müssen wir ja nicht vorlesen, das können wir ja so sagen. Funktioniert. Habe ich schon meine Sache hier ausgerüstet? Ja. Oh, eine Granate, Vorsicht! So. Also, ja, wie ihr seht, wir sind nicht die Standardmagier. Ich bin so ein. Wie heißt das? Ein Army-Typ. Schön mit einer MG, der ich rumballern kann. Ja. Auch wenn mein. Wieso ist mein Feuer denn so off? Naja, okay. Was kann ich noch? Ich kann eine Granate schmeißen mit der mittleren Maustaste. Die mal richtig gut ist. Einmal treffe ich das Holz, ne? Ich weiß es nicht. So. Ah, okay. Und wir schalten jetzt im Tutorial. Was war das denn? Oh, du hast dich umgebracht, Junge. Naja, dann geh du weiter. Kann ich konzentriert immerhin ein bisschen Zeugs. Ah, da bin ich auch schon wieder. Na gut, dann kann ich halt nicht konzentriert Sachen machen. Wir schalten jetzt nach und nach unsere Fähigkeiten frei. Und was war das denn? Ich brenne. So. Ich habe mich verdrückt. Und genau, wir schalten die Sachen frei. Hier bekommen wir jetzt Blitz. Die Sachen können wir später natürlich auch kombinieren. Warte mal, ich mach mal hier. Und wir haben bestimmte Möglichkeiten, wie wir Sachen anwenden. Also anhand von Blitz kann ich zum Beispiel sagen, ja. Genau, man kann es so schmal schießen, man kann es auf sich selber, man kann es auf die Waffe beziehen. Und man sollte es nicht verwenden, wenn man nass ist. Machen wir Feuer, das mache ich auf mich selber und damit bin ich wieder trocken. Tada. Relativ physikalisch korrekte Logik. Was war das denn? Jetzt macht es mal ordentlich. Ich stand so und weit. Man kann es eben auch um sich herum kann man was machen. Ja, als Flächen. Genau. Sauber. Arkan ist sozusagen immer alles als Strahl. Das sieht dann so aus. Man kann Strahlen sogar, wenn man zu zweit spielt, miteinander kombinieren. Ja. Ja? Also, du kannst sie sozusagen kreuzen und gleich. Lass mal gerade machen. Ich mach mal Arkan. Okay, dann machst du Arkan. Ja, wie auch immer. So. Muss ich beeilen. Ja, und die verbinden sich. Oh, tatsächlich. Dann, was ganz nice ist. Das habe ich, hab ich gar nicht gewusst. Im zweiten Teil stand es irgendwo mal als Tipp. Der zweite Teil ist im Grunde das gleiche. Funktioniert mit dem Controller diesmal besser. Okay, Wasser, alles klar. Und also ist halt deutlich besser auf Ding zugeschnitten. Auf den Controller. Ja. Der zweite Teil. Mhm. Und wir finden hier jetzt eben solche Bücher und die schalten uns Spezialfähigkeiten frei. So, jetzt habe ich Hast und das bestätige ich dann mit der Leertaste, was dann nochmal ein bisschen anders funktioniert. Oh, das schafft es gerade. Und nochmal kurz zu deiner Rüstung. Du hast so eine Warhammer Space Marine Rüstung. Mhm. Mit der du dich nicht selber heilen kannst. Ich kann so einen Heilzauber auf mich machen, um mich zu heilen. Das kannst du nicht.
Dafür hast du so eine permanente Heilung. Was ganz nice ist. Die aber auch nicht sehr hoch ist. Sonderlich hoch, das ist wichtig. Dafür muss man sich darum nicht kümmern. Muss man, man kann Sachen auch aufladen. Wenn ich jetzt hier die rechte Maustaste gedrückt halte, kann ich ein bisschen Zeugs aufladen, was ganz geil ist. Das geht nicht überall. Sobald wir das Schild mal bekommen, werden wir sehen, dass wir das zum Beispiel auch boosten können. Nenne ich es jetzt einfach mal. Was auch ganz nice ist. So, und durch diese ganzen Kostüme, die es gibt, hat man halt in den Charakteren dann doch nochmal sehr viel Variation. Eben zum Beispiel, dass ich hier schießen kann. Du kannst auch ballern. Das so eine Pistole. Das ist ganz geil. Und jetzt haben wir so einen klassischen Endgegner. Sida Schaunan. Achso, Schau an. Macht doch Sinn, oder? Willst du oder soll ich? Hier. Okay. Ja, ja, mach du doch. Ja. Wenn man es weiß. Ja, ich dachte, man sieht jetzt direkt. Kraft es als nicht. Okay, also, da sind wir wieder draußen. Ja, die sind ziemlich stark. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hinkriegt. Wow, ihr habt es geschafft. Wir haben die Anschau an. Runtergeschickt, euch zu sehen. Ja, achso. Nevermind. Wenn wir es verpasst haben, wie auch immer, angesichts des faulen Zaubers von Rob, ist es wohl besser, ihr verfügtet über diese Magie. Erlernt Wiederbelebung. Aha. Und wir haben zwei Errungenschaften freigeschalten. Ey, das ist der wahrscheinlich einzigst effektivst sinnvollste Zauber, den du da lernen kannst. Ja. Oh, Meteoritenschauer. Wobei, Meteoritenschauer und Verwirrung ist doch auch nicht so schlecht. Verwirrung habe ich bisher nicht sehr oft verwendet. Aber das ist es nicht, damit die... Siehst du, haben einfach einen Teppich drüber gelegt. Die Affen. Ja. Ich gehe mal drauf. Das wäre so witzig, wenn das gehen würde. Immerhin. Das wäre so witzig. Okay, hier haben wir die Folklore-Hardrock-Band. Aber es gibt immer noch kein Käse. Aber zu Käse hätte ich jetzt auch Bock. Käse und Cracker habe ich hier. Ich habe Käsestangen. Käsestangen sind auch gut. So, aber das war das Tutorial. Ich hoffe, es hat so ein bisschen jetzt erklärt, wie das alles funktioniert mit diesen 8 Elementen, die man da hat. Ja. Die kann man jetzt eben miteinander kombinieren, verschieden anwenden und durch... Achso, ich kann hier unten noch über das Mausrad die Sachen durchschalten, kann ich mir anzeigen lassen. Was ich drücken muss, die Reihenfolge ist auch nicht unwichtig. Und je krasser die Magie ist, desto schwieriger ist sie auch zu tippen. Also ich denke mir, ein Starcraft-Spieler hat damit gar keine Probleme. Ich möchte doch mal den Meteoritenschauer ausprobieren. Der macht doch. Wie der sich tut, wenn ich den hinkriege. Nein, kriege ich nicht hin. Wie, du kriegst den nicht hin? Ja, es ist nicht so einfach hier, das mit dem Tippen. Was ist denn das in der Mitte? Achso. Das ist Dampf. Da musst du aber zuerst Feuer und dann Wasser machen, nicht andersrum. Auch wenn es zu beiden Fällen zum gleichen führen würde. Ich würde sonst einfach nicht akzeptieren. Oh! Achso, genau. Es gibt ja auch noch ein Schild. Solltest du anwenden? Das geht ganz schön lange. Bei dem Schild kann man zum Beispiel auch was Lustiges machen. EDW. Und da kann man mal sowas machen. Und dieses Schild heilt mich theoretisch, wenn ich es berühre. Heilt es dich, ja? Ja. Natürlich alle anderen auch. Ah, guck, wenn sie explodieren, dann haben sie so einen. Okay, das ist auch nice. Welchen Heiler? Also da kann man echt viele Sachen machen. Man kann sich auch gegenseitig helfen. Wo bist du denn? Ja, ich versuche hier gerade meine Hass. Das war doch... Also man kann da auch schön die Funktion... ich bin die Treppe runter gestolpert. Ja, super. So, hier könnten wir natürlich auch noch ein bisschen Sachen ausprobieren.
Aber das können wir uns jetzt eigentlich getrost schenken. So. Nur Goblin-Waldläufer haben die Präzision. Da bin ich mir nicht. Oh, ihr seid es. Ihr solltet schon auf dem Weg Richtung Norden sein. Wie es aussieht, müsst ihr euch vor Goblins in Acht nehmen. Ja, Geschmaggel. Jetzt kommen wir warten, ihnen zu begegnen. So. Das, hier über den See wissen wir schon. Ja, den Anfang, den kennen wir. Scheiße. Oh. Ist ja der Flächenzauber sehr effektiv. Wie mache ich den denn? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Mit Shift-Rechtsklick. Ah, Shift-Rechtsklick, okay. Muss halt nur aufpassen noch. So, das ist dieser, wie hieß er denn? Fett. A Lake oder sowas, der da in den Vorratsturm gegangen ist. Ach so, das ist einfach runtergefallen oder was? Ich weiß es. Wahrscheinlich hat er den Fettzauber ausgerüstet. Ist dabei. Gestolpert. Ja. Sagen wir einfach gestolpert. Oder ausgerutscht, ne? Seien wir ehrlich. Fett ist schwierig. So. Gut, dann geh du mal rüber, ich zieh dann nach. Dann gehen wir gerade auf Entfernung etwas. Na, hier rüber. Wenn man den Flächenzauber einwendet, wie gesagt, der ist effektiv, nur man trifft sich halt auch gegenseitig. Ja. Oh, ich schmier ab. Schon wieder. Ja. Dann warte ich hier erst rüber. Ja, kein Problem. Was siehst du, wie lange der hält? Das ist super, ja. Man sieht sogar die Wolken, das ist hübsch. So, jetzt warten wir hier Wiederbelebung. B, A. Und da ist er. Super geil. Man könnte zwar denken, das ist jetzt im Gefecht übermächtig, aber glaubt mir, ist es nicht. Man hat als keine Zeit dafür. Da oben ist auch noch eine Marquis. So, jetzt kannst du also hier jetzt mal. Jetzt muss ich das auch mal mit diesem. Okay. Alles klar. Haha! Ja. Total witzig. Wunderbar. Naja, das geht nicht. Komm ich da nicht hoch? Also, du kommst da nicht hoch. Ist außenrum. So, wir haben einen Checkpoint gefunden. Falls wir drauf gehen sollten, starten das Spiel hier wieder erneut. So. Ach, das ist blöd, dass du Hast machen musst, aber selber schuld. Ja, es ist gut, dass man es machen kann, ne? Das ist richtig. Naja, irgendwann hat man auch die ganzen Magien auswendig drin. Mhm. Also da, beziehungsweise man spezialisiert sich auch. Ja. Benutzt irgendwie nur bestimmte Sachen. So, gehen wir mal hier rein. Red doch mal mit der Frau. Genau, reden wir mal mit der. Hallo, ihr seid aus wie eine Art Zauberer. Ich habe da diese fiesen Rattenplage. Ja, Glitzer oben. Schnell holen. So. Ja, dann kommt. Hänge euch zum Platz. Da haben wir sie beinahe miterledigt. Ach, papalapap, die ist doch schon geheilt. So, dann lass uns doch mal gucken, ob wir hier diese Rattenplage eliminieren können. Da wäre es zum Beispiel lustig, wenn man einfach das komplette Feld abfackeln könnte. So, jetzt schauen wir mal. Ach, das. Meinst du, schaffst es? Das ist auch gut. Excalibur. Mit Tab kannst du dir ja die Eigenschaften von den Waffen anzeigen lassen, ne? Über Tab. Was? Ach, Tab. Was kann das denn? Das berühmte Schwert im Stein, komplett mit Stein. Extras langsam und Niederschlag. Naja, ich bleibe bei meiner. Das ist das Gyrojet-Pistole. Ja, die Frage ist, wo sind die Ratten? Ich dachte, hier wäre eine Höhle. Ja, vielleicht kommt sie noch. Naja. Oh. Was ist das denn ist eine gute Frage. Nein, leider nicht. Hätte ich schon gedacht, nicht. Wir hätten hier ein Geheimnis entdeckt. Das wäre schön gewesen. Naja. Ich
Nur keine Hast. Hahaha. Warte mal ab, wenn der Teleporter da ist. Da geht das zack, zack. Teleporter, das kenne ich noch nicht immer. Ich habe es nie so sonderlich weit gespielt. Ach ja, und wenn man Magiken hat, dann sieht man schon, ich bewege mich deutlich langsamer. Ja, je mehr du hast, desto langsamer. Muss man auch drauf achten, gerade wenn man umzingelt ist von Gegnern, kann das schnell zum Verhängnis werden. Das ist richtig. Oh, und ich sehe schon auf die Zeit. Sind wir schon so weit? Und wir sind schon so weit. So schnell können spaßige 20 Minuten sein. Und während du hier noch ein bisschen rumfummelst, würde ich sagen, setzen wir kurz ab. Ich bedanke mich bei dir und bei euch. Und wir sehen uns dann bald wieder zum zweiten Teil, wenn es heißt, Game Inc. spielt mit Jan und Martin und Martin und Jan Magica 2 durch. Tschüss. Magica 1, oder? Ja. Na dann, bis dann.